Der Sklave druckste eine Weile in der Tür herum, ehe er sich schließlich räusperte und an den Schreibtisch herantrat. Don Rezan? Der junge Grande seufzte, legte die Feder ab, ohne dabei aufzuschauen. Mein Großonkel schickt dich. Ja, Don Rezan. Der Mann nickte furchtsam. Er sagt, ihr sollt zu ihm kommen. Sofort. Rezan atmete tief durch, erhob sich und scheuchte den Sklaven mit einem Handwedeln beiseite. Er hatte sich ohnehin schon gewundert, dass sein Onkel ihn nicht früher hatte rufen lassen, aber offensichtlich hatte man es herausgezögert. Wie erwartet traf er seinen Großonkel in denkbar schlechter Stimmung. Seit zwei gescheiterten Attentaten in den letzten Monaten verbarrikadierte sich Narep in seiner Villa und verbrachte die Tage damit, mit Bädern und mit Massagen die ständigen Schmerzen zu bekämpfen, die Alter und die jahrelange Förderei mit sich brachte. Zwei hübsche Sklavinnen waren gerade damit beschäftigt, den auf einer Marmorbank ausgestreckten, teigigen Körper mit Öl einzureiben, als Rezan eintrat. »Du kommst zu spät«, murrte Narep, ohne den Kopf zu heben. Seine Stimme klang ruhig, doch Rezan entging nicht der schneidende Unterton, der darin mitschwang. Der junge Grande blieb an der Tür stehen. »Ich habe gewartet, bis ihr mich ruft. Es sind wenig erfreuliche Nachrichten, die ich euch zu berichten habe.« Wenig erfreulich! Narep fuhr mit seiner heiseren Brüllen auf, fegte den Arm der Sklavinnen beiseite, die von der Wucht des Siebes gegen die Wand geschleudert wurde, wo sie wimmernd liegen blieb. Konntest du das geschehen lassen? Donnerte Zornbrecht und schwang unerwartet wendig die Beine von der Bank. Ich sollte dich mit eigenen Händen erwürgen und deine Einzelteile den Krokodilen vorwerfen. Du hattest alles in der Hand. Was ist schiefgelaufen? 20. Travia. Eure Muskeln brennen von dem langgezogenen Kampf. Die Hitze ist unerträglich heiß, drückend schwül und der Regenschauer, der euch zur Mittagszeit eingeholt hat, war nicht erholsam. Ihr seid vor den gewalttätigen Auseinandersetzungen der Arena geflohen und habt manchen Stein oder faules Gemüse abbekommen. Die Stadt ist zu einem Pulverkessel geworden. Der Druck steigt durch euren Sieg kreischend an, doch ihr habt es geschafft. An Bord der mondsilbernen Drachentöte. Rafim derweil eskortiert Chantalla auf den Silberberg. Zahlreiche Wachleute der Dukatengarde oder private Soldmänner hetzen vor, neben oder hinter dir mit eigenen Granden unter dem Arm nach oben. Du siehst, wie einer der Paligans mit einem Dolch getroffen niedergeht, Bettler und Fischer, die mit kruden Werkzeugen ihrem Hass Luft machen. Dann gehen Schwerter hernieder und die Aufrührer werden ihrerseits getötet. Vor den gewaltigen Mauern des Silberberges ist eine brandende Horde zusammengekommen, doch du schiebst euch durch die Masse hinter die Linie der Wachleute. Hinter den Toren des Silberberges kannst du kurz Luft holen. Zahlreiche andere Grandenhäuser haben sich hier auf dem Sandweg niedergelassen und versorgen ihre Verwundungen. Al-Anfa hat sich verändert. Tötet die Hunde! Können sie es wagen, aufzubegehren? Tötet sie alle! Geht's euch gut? Ja, habt ihr Kiaras? Da ist er! Karino, kommt her! Rafim, danke für deine Hilfe. Die Hunde werden frech. Ich glaube, ich hatte gesehen, wie Zayane gestürzt ist. Ich glaube, sie ist tot. Wie können sie es wagen? Zwei der Paligans sind ebenso niedergerungen worden. Dies ist nicht schade, aber wir müssen zum Palast. Kommt, weg von den Toren. Natürlich. Wachen zeigt keine Gnade und schießt scharf. Hunde. Eine Schande. Komm, Karino, bleibt immer vor mir. Ja, so kannst du den Sandweg gemeinsam mit Kiaras und Chantalla in Richtung erst nach Osten und dann nach Norden antreten. Und wenn ihr dann vorbei an den verschiedenen Villen geht, das Haus Ulfhard soll wohl wirklich jetzt gefallen sein. Das Haus Zornbrecht, was natürlich auch in großer Aufruhr ist. Ihr kannst viele Lichter erkennen und Brandgeruch, der sich irgendwo hinter den Mauern des Silberberges abzeichnet. Also die Fahners laufen tatsächlich Sturm und du kannst da jetzt auch Kanonenschüsse vom Hafen aus hören. Was auch immer da passiert. Ja, so vorbei an den zahlreichen Villen kannst du dann an das Tor treten, das den Karinos gehörst. Hat natürlich schon das ein oder andere Mal hier die Villa betreten und kannst dann das ganze Gebäude betreten. Das ist natürlich ein riesiges Kontor, was dann hier aufgebaut worden ist.
und eine gewaltige Villa. Und ja, so kannst du dann das Ganze betreten, den am Irrgarten vorbei, wo man sich erstmal an einem der gewaltigen Springbrunnen niederlässt. Zahlreiche andere Karinore, die wohl auch noch dabei sind. Und jetzt, wo sie alle so versammelt sind, sie haben tatsächlich viel Ähnlichkeit mit Chiaras bzw. mit Chantala. Also sie sehen sich alle sehr ähnlich, auch wenn sie doch über weitere Ecken miteinander verwandt sind. Über weitere Ecken? Man weiß es bei den Karinos nie so genau, wie weit man wirklich miteinander verwandt ist. Also gut, wir haben es geschafft. Das sollte sie zumindest erstmal abhalten. Wie geht das nun weiter, Basaltfaust? Ja, sobald ihr meine Dienste nicht mehr benötigt, werde ich meine Brüder und Schwestern bereit machen. Wir werden diesen Pöbel in die Straße treiben. Tja, wie sich gehört. Das solltet ihr wahrlich. Ein harter Verbitterungsschlag war. Der Rat wird sich dessen wohl noch... Wir werden noch beraten, was zu tun ist. Aber solange sie dort versammelt sind, mit all ihrer Horde, wo man sie aufgehetzt hat, kann wohl nicht schaden, dass man sie etwas ausdünnt. Fangt damit an. Geh mal davon aus, dass eure Brüder bereits davon wissen und ebenso auf dem Weg sind. Aber danke, dass ihr uns eskortiert habt. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Ich hätte noch gesehen, wie andere Dukatengardisten auf dem Weg gefallen sind. Sie waren einfach so sehr viele. Wir sind immer bereit, für die Garden zu sterben, das wisst ihr. Ihr steht treu zu Alanfa, dann stehen wir treu zu euch. Also gut, dann schließt euch den Aufräumarbeiten an und schlagt sie nieder. Jawohl. Aber jetzt, wo ich gerade vor euch stehe, meine Kameraden wollten um eine Audienz bei euch bitten. Ihr meint die Kämpfer unten in der Arena? Ja. Nun, sie werden erwartet, selbstverständlich. Ich werde mich etwas frisch machen, sagen wir in 6 Stunden, gegen Abend. Dann, wenn sich die Wogen etwas geglättet haben. Ich werde mich zum Hafen durchschlagen und meine Männer vom Boot holen. Wir treiben diese Hurensöhne wieder in ihre Viertel. Danke. Gerne. Drehe ich mich um und marschiere in Richtung Hafen. Viel Glück, Rafim. Karinor, wenn deine Säbel noch scharf sind, kannst du dich gerne anschließen. Ich würde zu gern, aber ich denke, wenn du rausziehst, werde ich hier bleiben und aufpassen. Natürlich. Ja, und dann wird ein schneller Schritt angelegt und in Richtung Tor gerannt. Ja, zurück in Richtung des Ordenshauses. Du kannst allerdings schon erkennen, wie dir eine schwarze Front aus geschwärztem Stahl entgegentritt, allesamt in Reihe und Glied, allesamt mit ihren Rabenschnäbeln beziehungsweise dem großen Boron-Sicheln. Und neben der Tempelgarde wohl jetzt auch viele Basaltfäuste. Es sind natürlich nicht alle deine Brüder und Schwestern, aber schon 20 Stück, die sich jetzt dem ganzen Aufruhr angeschlossen haben. Und natürlich eben auch die Rabengardisten, die ebenso sich dem angeschlossen haben. Vor allem zu Pferd, die dann hier ausgezogen sind. Und du kannst auch hinter einem großen Helm erkennen, wie das wohl die Kommandanta ist. Amira Honak, die Tochter von Amir Honak, die dort wohl ebenso die Aufräumarbeiten jetzt in die Wege leitet. Sie nickt dir wohl nur zu, reitet an dir vorbei, gemeinsam mit ihren anderen. Und du kannst sehen, wie dann der Obmann deiner Basaltfaust auf dich zutritt. Ah, Rafim. Waffen bereit. Ja, die Hunde werden frech. Ich habe einige Granden fallen sehen. Du solltest ihre Köpfe gut abschneiden. Die brauchen wir später für die Spieße. Ja, heute Nacht brauchen wir keine Gnade zeigen. Treiben wir sie zurück in ihre Viertel. Wir schneiden uns vom Silberberg bis rüber zu dem Söldnermarkt. Von dort aus geht es den Pfad runter. Vor allem bis zum Sklavenmarkt, bis zur Arena. Alle diejenigen, die dort auf der Straße noch rumlaufen, sind zu töten. Und wie gesagt, ihre Köpfe werden später aufgespießt. Die brauchen wir noch. Ja, ich hätte 40 Mann unten im Hafen stationiert, wenn wir sie benötigen. Wilde und Verrückte, aber kämpfen können sie. Nun. Es ist euer Befehl. Braucht ihr sie oder nicht? Nein. Die Dukatengardisten bleiben hier oben, die Tempelwachen ziehen aus und alle Krieger, die nicht gerüstet sind wie wir, werden ebenso abgeschlachtet.
solltest deine Trollzacke also auf dem Schiff behalten. Und die Dukatengardisten kannst du einsetzen, wenn du magst. Ja, wir schneiden uns erstmal durch. Ich denke, bis ich am Schiff ankomme, werden sie verstanden haben, wo sie hingehören. Das werden einige blutige Stunden, Rafim. Bin froh, dass du an unserer Seite bist. Ja, ich höre ihn schon lachen. Tja, Kor wird das wohl nicht gefallen. Wehrlose Opfer. Aber es muss sein. Naja, sie nehmen die Waffen in die Hand. Oran wird sie aussortieren. Das wird er. Dann nehme ich den Platz in der Formation ein und marschiere. Ja, ihr könnt sehen, die Tore sind immer noch geöffnet. Die Dukatengardisten, die vorne am Tor stehen, haben eine Keilformation gebildet. Und nachdem ihr dann aus dem Tor herausströmt, öffnet sich der Keil zu einer Seite, die Schilde, die sie beiseite drängen. Und dann beginnt das blutige Schlachtwerk. Derweil an Bord der mondsilbernen Drachen. Ihr könnt erkennen, wie sich zahlreiche der Farnas nicht nur vor eurem Schiff, sondern auch vor zahlreichen anderen Schiffen und vor den Lagerhäusern zu großen Mobs sich aufgetürmt haben. Ihr wisst nicht genau, wo die alle herkommen. Al-Anfar und die Gassen waren natürlich schon immer irgendwie voll mit Leuten, Marktschreiern. Die Marktschreier sind allesamt verschwunden. Ihr habt das Gefühl, es ist einfach nur noch ein Haufen an Spießen, Stöckern, Steine, die geschmissen werden in allesamt Richtungen. Und wo auch immer das herkommt, das kann nicht nur mit eurem Sieg zu tun haben, aber er wurde genutzt. Und so blickt ihr auf die Stadt, die im Chaos versinkt. Na, endlich. Ja, endlich ist die Echse tot. Oh. Also, bildet Abwehr rein. Lasst wieder mehr auf den Oberdeck antreten. Ja, schon geschehen. Geht es allen gut? Oder seid ihr getroffen worden? Oh, mir geht es hervorragend. Wir haben gewonnen. Oh, ist das ein schönes Gefühl. Und der Schlinger ist fort. Ich bin mit dem Ausgang sehr zufrieden. Nichts Wildes. Jeder, seht zu, dass niemand sich den Weg die Planke hochmacht. Wenn jemand versucht, schmeißt ihn eher ins Wasser, als ihn abzustechen, ja? Danke einziehen! Danke einziehen! Nein, lasst sie draußen. Kann sein, dass Rafin sich hier durchwühlt. Danke einziehen! Hey, diese Kartengardisten sollten sich bereits vorm Steg aufstellen. Nicht, dass wir sie überhaupt in die Nähe des Schiffes lassen. Dass sie auf dumme Gedanken kommen. Ich denke nicht, dass sie was tun werden. Abenteuer. Hört euch an, Diamantis, die haben keine Zähne. Scheiße, mit so einem Ausgang habe ich nicht gerechnet. Das war offensichtlich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Diamantis, richte Dionysen aus. Auf den Steg. Allkapitän, ja. Baut Dionysen auf, stellt euch dahinter, in Zweiergruppen. Denkt nicht einmal dran, die abfeuern zu lassen. Nicht, bis ich das Kommando gebe. Dann denkt nicht einmal daran, dieses Kommando zu geben. Ich bin der Kapitän, nicht ihr. Bevor wir das Schiff von Farnas stürmen lassen, sollten wir dir bereits am Steg begrüßen. Sei es mit Hornissen oder mit Bolzen. Niemand wird das Schiff stürmen. Und selbst wenn sie es versuchen, könnt ihr sie mit dem Stock zurück ins Wasser stoßen. Ja, richtig. Was denkt ihr eigentlich, was da draußen sind? Seht einmal! Das sind verlumpte, ausgehungerte Bettler! Es sind keine geifernden Dämonen, die euch persönlich animieren wollen. Wir sollten ihnen ein bisschen Angst machen. Werft notfalls ein paar Säcke Reis über Bord. Ich lasse mich nicht von Farnas abstechen. Wenn ihr das möchtet, geht gerne da raus, in den Hafenbereich. Dann schlage ich vor, Captain, dass ihr so lange in eurer Kajüte Zuflucht sucht, bis die Stimmung sich gelegt hat. Ich entscheide selber, wo ich hingehe. Bedenkt euren Rang, 1-0. Ihr könnt vor euch erkennen, wie wohl ungefähr 50 Meter entfernt eine der Lagerhallen mittlerweile in Rauch aufgeht. Fackeln, Öllampen, die auf den Lagerschuppen geworfen sind. Irgendwas fängt da wohl an zu brennen. Und es riecht nach Reis, nach heißem Reis, der gerade aufplatzt und ploppt. Oh, scheinbar kochen sie. Also vor Wut. Wartet. Diese verdammten Idioten verbrennen die Vorräte. Wir wissen doch gar nicht mal, was sie anstellen. Warum sollten sie das tun? Sollten sie überhaupt etwas anzünden? Zumindest hier in den Hafenlagerhallen. Als sich hier ihre Wut Bahn bricht. Nun, also, sie haben nicht die Macht, auf den Silberberg zu gehen, ne? Das ist ja ganz nachvollziehbar. Aber
Sie haben trotzdem eine Menge Wut und Groll im Bauch. Und deshalb. Aber Voltax, was sie vor allem im Bauch haben, ist nichts. Ja. Sie sind unter Hungern. Ja, ihr könnt jetzt auch erkennen, die Tore von der von diesem Lagerschuppen wurden aufgebrochen. Einige Leute rennen brennend als lebende Fackeln heraus und das stinkt mittlerweile auch so ein bisschen nach menschlichem Fleisch. Andere wiederum haben wohl große Säcke auf ihre Schultern geladen und versuchen damit dann zu türmen, während andere wiederum versuchen, ihnen das Ganze abzunehmen und dann mit Dolchen wahllos auf sie einstechen und dann ihnen wiederum die Vorräte abnehmen. Unglücklicherweise hat es gerade geregnet. Das heißt, ich kann das Feuer nicht löschen. Weil du es nicht regnen lassen kannst. Richtig. Es ist kein Wasser mehr in der Luft. Kannst du nicht einen Wassergeist aus dem Affenbecken ziehen? Ich habe fast meine gesamten Kräfte verbraucht in der Arena. Ich habe leider nicht mehr die Kapazitäten dafür. Bitter. Sehr bitter. Ich denke, sie stecken eher die Lagerhallen an, da sie sich die Lebensmittel sowieso nicht leisten können. Seht doch einmal dort, sie sind doch schon am Plündern. Warum sollte jemand währenddessen noch die Lagerhalle anstecken? Nein, irgendjemand hat das mit Absicht getan. Natürlich haben wir das mit Absicht getan. Meinst du, das passiert aus Versehen? Nein. Ja, dann hat an dieser Stelle einen Punkt. Vielleicht sind es hier antagonistische Kräfte, die am Werk sind, die Al-Anfa schwächen möchten, aus dem Untergrund heraus. Ich weiß nicht. Liegt Al-Anfa mit irgendeiner Region Aventuriens im Clinch? Dem Morasreich, dem Königreich Brabak, diversen einzelnen Waldinselstämmen, Unabhängigkeitsbemühungen in Sylla. Soll ich weiter aufzählen? Was lässt euch glauben, dass es unbedingt von außen ist? Was, Wolf? Naja, der nickt einfach nur, hat wohl seine Arme verschränkt und er kann sein Grinsen wohl nicht ganz verbergen, als er da steht. Und ich glaube kaum, dass Haswolf das Lagerhaus angezündet hat. Das könnte die Rache der Brabaker sein, dafür, dass wir ihnen eine Sylla entrissen haben. Ja, jeder tote Al-Anfaner ist ein guter Al-Anfaner. Aswolf, das ist nicht die Zeit dafür. So, ja. Anwesend Al-Anfaner ausgenommen. Richtig. Und Rafim. So wie ich das sehe, hat das Volk endlich den Mut in die Hand genommen, diese götterungefällige Ordnung wegfegen zu wollen. Wir werden wohl nicht erfolgreich sein. Aber hoffen wir mal, dass wir dieses Ressentiment ausnutzen können. Ja. Vielleicht gibt es wirklich eine gute Möglichkeit für uns, die gegenwärtigen chaotischen Zustände zu nutzen. Man müsste sie in eine gezielte und vor allem effektivere Bahnen lenken. Heute fließt viel Rabenblut. Für den Moment können wir allerdings nichts tun, um außer abzuwarten. Oh, was mich wundert, warum sie nicht einfach den Berg hinaufklettern. Also von Seeseite aus. Nun, dafür müssten sie erst einmal in die See. Ist das nicht der Kriegshafen, wenn ich das richtig verstanden habe, Diamantis? Ja, meint Silberberg. Tja, also nein, wenn ich mir das so ansehe, verdammt hohe Wände. Das ist der Tempelhafen. Dort sind die Galeeren des Buron-Tempels stationiert und die des Myrhammer Königs. Nun, sie können es wohl. Verzeiht. Der Hafen ist gut bewacht und da wird sich niemand reinwagen. Und sie können es wohl von der anderen Seite des Rabenfelsens aus versuchen, aber ich stimme zu, das sind verdammt hohe Wände. Ich denke nicht, dass... Selbst wenn euch der rechtschaffende Zaun Pryos erfüllt, werdet ihr die vermutlich nicht hochklettern wollen, wenn ihr es nicht geübt seid. Man kann die Serpentinen da drüben gut halten. Da muss man einfach nur zwei Leute mit Schild hinstellen und dann kommt da schon keiner mehr durch. Ich würde sie nicht mal hochklettern wollen und wir machen sowas regelmäßig. Zumal den oben Armbrustbolzen warten für euch. Das auch. Ich denke, die beiden Brücken auf den Silberberg hoch sind zu leicht zu halten. Was auch der einzige Grund sein dürfte, warum die Grandenordnung sich überhaupt so lange halten konnte. Es müsste eine Möglichkeit geben, dort hinaufzukommen, die nicht bedacht würde. Der Fahrstuhl. Der sollte am einfachsten zu halten sein von allen. Notfalls können sie ihn einfach kappen. Warte, mit Ketten oder mit Seilen? Frage aus dem Off. Beides. Also vor allem Ketten, ja auch, aber auch eben dann normale Seile, die das Ganze nach oben ziehen. Nun, aber ich meinte eher diese Stützverstrebungen, die könnte man doch recht einfach hinaufklettern. Und dann steht ihr immer noch einfach oben vorm Tor. Wenn ihr nicht oben von, sagen wir, 20 oder 30 einfachen Männern mit Spießen heruntergepiekst werdet. Ihr werdet runtergeschossen, bevor ihr die Hälfte hochgeschafft habt.
Die ganze Stadt ist in Chaos. Könnt ihr sehen, wie es da hinten brennt? Und dort? War das eine Explosion? Wir sollten uns darauf verlassen, dass die Abend... Verzeiht. Dass die Abendregen uns ein wenig abmildern werden. Ansonsten könnten wir mehr als ein Viertel verlieren. Ich will hoffen, dass der Swafnir-Tempel hier angegriffen wird. Die Meeresgötter haben ihre Angewohnheit, was das Feuer angeht. Sorgt dafür, dass der Löschsand bereit ist. Wir wissen nicht, ob irgendwas noch unser Schiff trifft. Tja, wenn wir in einem normalen Hafen wären, würde ich ja einfach sagen, wir kappen die Tower und segeln los, aber wir kommen hier nicht raus. Dafür bräuchten wir wieder Schlepper, aber die stehen aktuell nicht bereit. Na, sonst reißen wir uns wieder den Rumpf auf. Wie bei der Einfahrt. Wir sollten vielleicht einen dieser Schlepper davon, an dieser Lotsen zumindest davon, überzeugen, für uns zu arbeiten. Permanent. Ja. Nur für den Fall der Fälle. Nun, aber wir wollen jetzt doch noch nicht aufbrechen. Ich habe meine Wette noch gar nicht eingelöst. Es gibt noch viel zu tun, Boltax. Ja. Ja, ich sage auch nicht, dass wir permanent absegeln müssen, aber zumindest während dieser Aufstand hier läuft. Es würde sich besser anfühlen, die Möglichkeit zu haben, aber aktuell scheinen wir ja nicht akut in Gefahr zu sein. Die toben sich ja aktuell da hinten aus. Ich denke auch, sie werden hier ein leichteres Ziel aussuchen als ein vollbewaffnetes Kriegsschiff. Ich bin mir sicher, sie werden sich ein anderes Ziel aussuchen, als die Praas gefällige Ordnung im Herzen tragen. Das Volk weiß schließlich, was es will. Nun, das würde ich nicht unbedingt behaupten, aber... Außerdem, wir wissen nicht, wer dort alles zugange ist. Es sind sicher die einfachen Leute, aber nicht nur, denn gegen irgendjemanden kämpfen sie ja auch. Und ich muss sagen, als ich in der Arena stand, hatte ich durchaus das Gefühl, dass es jemand auf mich abgesehen hätte. So viele Pfeile, wie am Strand auf mich abgefeuert wurden. Hat irgendjemand auf euch geschossen? Ich glaube nicht, oder? Doch. Fluchter Mist. 30 Pfund Metall und sie finden die eine Stelle, die ungeschützt ist. Pures Glück, sonst eben, nichts. Ich habe ebenfalls zwei Pfeile abbekommen. Der zweite war vergiftet. Mira haben sie auch erwischt. Nun tätschelt Mira die Schulter. Hey Junge, hol mal Netia. Sie soll sich den Bären anschauen. Netia wird sehr dankbar sein, wenn ihr vorschlagt, den Bären zu untersuchen. Sie wird sie schon nicht fressen. Ich bleibe da und sorge dafür. Nun. Ich schick mal jemanden los, um irgendwie das letzte Stück rohes Fleisch aus dem Küchenlager zu holen, damit der Bär nicht wirklich jemanden frisst. Sehr vorausschauend. Nun, ich schlage vor, wir warten ab. Viel können wir gegenwärtig nicht tun, wenn ihr nicht gerade, ich weiß nicht, eine Führungsposition im Niederschlagen oder im Anführen der Aufstände einnehmen wollt. Nun, dieser Aufstand ist sehr ungezielt, unorganisiert, wie ihr sehen könnt, unvorbereitet und von daher zum Scheitern verurteilt. Es gibt hier nichts für uns zu gewinnen. Nun, aber vielleicht passiert währenddessen etwas, wovon dieser Aufstand nur ablenken soll. Nun, wir haben keine Möglichkeit, das Schiff zu verlassen, ohne uns selber in Gefahr zu begeben. Nun, ihr habt die nicht. Aber ja, tun wir mal so. Wir haben diese nicht. Ja, so könnt ihr mit verschränkten Armen noch einmal zusehen, wie der doch recht spontane Aufstand, diese Massenbewegung, dann sich durch den Hafen frisst, vor allem dann auch irgendwann durch den Ansturm der Tempelgarde, der Rabengardisten und vor allem dann auch der Basaltfaust von dem Osten raus in Richtung Westen gedrängt wird und sich das alles ein bisschen verlagert. Die ganzen Flammen, die ganzen Rauchsäulen verlagern sich dann auch eben mit so einem Zug. Das kann man von der Schiffsseite aus relativ gut betrachten. Und sogar den einen oder anderen Helden, der da unten versucht, noch einmal gegen die Aufständler sich zu behaupten. Irgendwelche Jungspunde, die da versuchen, ihre ersten Lorbeeren zu ernten, werden da dann allerdings auch nur ins Wasser getreten oder selber niedergestochen. Also das ist keine Zeit für Helden, vor allem nicht, wenn es dann eben gegen Hunderte von Leuten geht, die dann hier aus dem Nichts heraus ohne eine wirkliche Anführerposition dann, die kann man einfach nicht kontrollieren. Ja, was das angeht, wenn wir das nicht so genau, zumindest so großflächig beobachten können, gibt es irgendjemanden, der da teilweise versucht, irgendwie seine Leute zu organisieren? Nicht unbedingt jemand, der dahinter steckt, sondern einfach jemand, der, keine Ahnung, seine Nachbarschaft irgendwie versucht zusammenzuhalten, etc.
Also von den Aufständlern her, nein. Das sind Leute, die lassen sich auch einfach mit dieser Wut anstecken. Also kannst du auch sehen, dass jetzt aus der Taverne wohl auch einige Seefahrer, vielleicht wilde Piraten, noch einmal nach draußen gekommen sind. Die Piraten halten natürlich auch untereinander als eigenes Schiff, als Gruppierung zusammen. Aber das ist nicht so, dass die irgendwie kontrolliert wären oder so. Die lassen sich jetzt einfach nur von dieser Wut anstacheln, brandschatzen, irgendwelche Läden, die jetzt auch geplündert werden, irgendwelche Waren, Marktstände, die jetzt eingetreten werden, irgendwelche Hölzer, die umgeknickt werden, einfach nur aus der puren Zerstörungslust heraus. Und natürlich dann viele Warenlager, die jetzt mit Getreide oder mit Reis, mit Weizen beladen sind. Und die Speicher, die dann sich doch recht schnell leeren. Und zwar nicht unbedingt nach Norden hin, sondern vor allem in die Armenviertel, die Brabaka-Baracken. Die Tempel sind erst einmal auch nicht weiter angegriffen. Also es richtet sich vor allem gegen profane Gebäude. Vor allem neben dem Fex-Tempel gibt es ja noch die Börse. Da versuchen sie natürlich ein bisschen was, aber die haben natürlich auch gute Wachen, sodass da dann auch gegen die Börse wenig unternommen werden kann. Ich stehe ein wenig auf dem Achterdeck und schaue mir das mit einem Fernrohr an. Sehe ich zufällig einige unserer Mannschaften, die ja momentan, also die normalen Seeleute haben ja Freigang, die sich davon anstecken lassen und da tatsächlich mitmachen. Gib mir mal Sinneschärfe. Ja, die von denen Haswolf glaubt, dass sie nicht stiften gehen, haben Freigang. Ja, ich würde trotzdem einfach ein bisschen schauen. Sinneschärfe wolltest du? Sinneschärfe, genau. Ich hatte gerade überlegt, ob da noch irgendwas drin ist, aber Sinneschärfe.